Hallo Freunde! Immer wieder kommen uns Dinge zu Ohren wie, wenn man den Bart rasiert, wächst er dicker nach oder desto weißer die Zähne sind, desto gesünder sind sie. An diese und viele weitere Mythen glauben die meisten von uns schon seit vielen Jahren. In diesem Video möchte ich dir ein wenig Klarheit beschaffen. Heute Mythen, die du nicht mehr glauben solltest. Los geht's! Seife tötet Bakterien. Bakterien werden hauptsächlich über die Hände weitergegeben. Deshalb sollten wir sie regelmäßig waschen. Immer wieder bekam man von den Eltern zu hören, wasche die Hände gründlich mit Seife, damit die Bakterien absterben. Seife tötet sie jedoch nicht, sondern hilft, die Bakterien von der Haut abzulösen, sodass sie vom Wasser abgespült werden können. Aus diesem Grund sind auch antibakterielle Seifen nicht nur hinfällig, sondern auch umweltschädlich. 30 Sekunden Händewaschen mit normaler Seife und richtigem Reiben entfernt mit 99,9% fast alle Keime und Bakterien. Nach der Rasur wächst das Haar dicker nach. Wie oft mir schon zu Ohren gekommen ist, dass Haare nach der Rasur dicker nachwachsen, auch wenn es manch bartlosem Jüngling gelegen käme. Haare wachsen weder schneller, noch werden sie dicker durch häufiges Schneiden oder Rasieren. Aber es sieht so aus, und das hat seine Gründe. Das Haar wird zur Spitze hin immer dünner. Wird die dünne Spitze abgeschnitten, erscheint das kürzere Haar dicker und voller. Dieser Effekt beeinträchtigt auch die Wahrnehmung beim Rasieren. Wird zum Beispiel der Bart abrasiert und die Barthaare sprießen nach, ist nur der dickere, obere Teil der Haare zu sehen. Die Geschmacksrezeptoren. So gut wie jeder hat irgendwann mal in der Schule die Grafik gezeigt bekommen, auf der die verschiedenen Geschmackszonen der Zunge eingezeichnet sind. Wir haben damals gelernt, dass wir ganz vorne süß schmecken, vorne an den Seiten salzig, hinten an den Seiten sauer und ganz hinten bitter. Aber so ganz stimmt das nicht, denn Rezeptoren sind überall auf unserer Zunge verteilt. Diese Karte mit den unterschiedlichen Zonen ist nur ein Mythos. Zwar befinden sich in der Mitte der Zunge weniger Geschmacksrezeptoren als am Rand, aber sie sind nicht nach süß, salzig oder bitter anders verteilt, sondern überall etwa gleich. Und damals gab es auch nur 4 Geschmäcker. Umami, der 5., war noch gar nicht bekannt. Damit schmecken wir Glutamat oder die Würze von Fleisch. Aber wie konnte es zu der falschen Annahme kommen? Sie reicht zurück bis ins Jahr 1901, als der deutsche Wissenschaftler David P. Henning in seiner Arbeit zur Psychophysik des Geschmackssinnes zum ersten Mal die Rezeptoren auf der Zunge beschrieb. Seine Information verpackte er damals nicht in eine Art Karte, sondern in einen Graphen, den kein Mensch verstand. Er wollte damit aufzeigen, dass bestimmte Abschnitte der Zunge nur etwas sensibler auf einen Geschmack reagieren als andere. Nicht, dass beispielsweise die Rezeptoren für Süßes nur ganz vorne sind. Andere Forscher verstanden das nicht. Für sie sah das dann so aus, als würden bestimmte Rezeptoren nur an bestimmten Stellen sitzen. So kam es zu einem Übersetzungsfehler, wegen dem an manchen Schulen sogar heute noch falsches Wissen vermittelt wird. Weiße Zähne sind gesünder. Dass weiße Zähne attraktiver sind, ist wahr. Es vermittelt den Eindruck, dass die Person gut gepflegt ist. Aber dass sie gesünder als vergilbte Zähne sind, ist nur ein Mythos. Das heißt jetzt nicht, dass schlechte Zähne mit Zahnstein und Karies gesund wären. Lediglich natürlich vergilbte Zähne sind gesund. Die meisten Menschen haben nicht von Natur aus weiße Zähne. Sie benutzen oft viele Produkte oder machen ein Zahnbleaching, um ein angeblich natürliches Weiß auf ihre Zähne zu bekommen. Die meisten Methoden, um weiße Zähne zu bekommen, schaden diesen jedoch nur, anstatt sie gesünder werden zu lassen. Kaugummi verschluckt. Über das Verschlucken von Kaugummis und dessen Folgen ranken sich zahlreiche Mythen. Einige Menschen glauben, der verschluckte Kaugummi verklebt die inneren Organe. Andere wiederum glauben, der Kaugummi lässt sich nicht verdauen und bildet über die Jahre im Magen einen riesigen Ball. Kaugummi hat eine erstaunliche Klebekraft, weil es sich bis ins kleinste Detail anderen Oberflächen anpassen kann. Er heftet sich so perfekt in die Rillen der Jeans oder in die kleinen Kratzer des Holztischs, dass er quasi mit ihnen verschmilzt. Im Körper allerdings bekommt er dazu keine Gelegenheit. Ob im Mund, in der Speiseröhre, im Magen oder im Darm, überall legt sich ein Feuchtigkeitsfilm auf den Kaugummi, der einen direkten Kontakt mit der Körperoberfläche verhindert. Tatsächlich kann unser Körper nur winzige Mengen eines Kaugummis verwerten. Ausschließlich der Zucker und andere Zusätze wie Aromen lösen sich bei der Verdauung. Mit der weißen Kaumasse kann der Körper nichts anfangen. Diese plumpst am Ende immer dorthin, wo alles landet, was unser Körper aus der Nahrung nicht gebrauchen kann. Der Körper braucht 8 Stunden Schlaf. Lange Zeit galt ein Mensch braucht zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf. 8 Stunden seien dabei die magische Zahl. Jedoch ist die Schlafdauer von Mensch zu Mensch ausgesprochen unterschiedlich. Etliche Studien über gesunden Schlaf belegen, dass wir mit unterschiedlich viel Schlaf sehr gesund leben. Kurzschläfern reichen etwa 5 Stunden. Die meisten Langschläfer kommen auf bis zu 9 Stunden. Aber auch Werte darunter oder darüber deuten nicht zwangsläufig auf ungesunden oder schlechten Schlaf hin. Lesen bei schlechtem Licht verdirbt die Augen. Noch so eine Sache, die uns im Kindesalter eingebläut wird.
Das Lesen bei schlechter Beleuchtung, wie zum Beispiel in der U-Bahn, schadet den Augen. Das Einzige, was passiert, wenn man bei schlechter Beleuchtung liest, ist, dass die Augen stärker angestrengt sind und schneller ermüden. Irgendwann sieht man dann nicht mehr klar, die Buchstaben verschwinden, werden schwerer zu erkennen, eventuell stellt sich Kopfschmerz ein. Heilen lässt sich das mit einer einfachen und ausreichenden Pause. Urin gegen Quallenstiche. Ein schmerzender Quallenstich kann die Urlaubsfreuden ganz schön vermiesen. Bekanntlich soll Urin besonders gut helfen. Die medizinische Beweislast dafür ist jedoch nicht überzeugend. Ganz im Gegenteil. Ausgelöst wird der brennende Schmerz, der beim Streifen einer Qualle entsteht, durch die sogenannten Nesselzellen, die auf den Tentakeln der Qualle sitzen. Diese können bei einer Berührung regelrecht explodieren und kleinste Fäden mit einem hochwirksamen Gift herausschießen. Durchdringen diese die menschliche Haut, kann dies die typischen Symptome verursachen. Brennender Schmerz, Juckreiz und Rötung. Wird man gestochen, haften in vielen Fällen noch nicht explodierte Nesselzellen und dünnste Tentakel an der Haut. Die falsche Behandlung kann dazu führen, diese auszulösen. Dazu gehört auch der Versuch, anhaftende Tentakel abzukratzen oder eine Änderung der Salzkonzentration in der direkten Umgebung der Nesselzellen, die etwa durch eine Spülung mit Süßwasser ausgelöst wird. Urin wiederum schwankt in seiner Zusammensetzung sehr stark und kann der Zusammensetzung von Süßwasser sehr nahe kommen. In solchen Fällen würde Urin die Beschwerden nur noch verstärken. Experten raten dagegen zu einer Spülung mit Salzwasser oder zu Essig, der helfen kann, die Nesselzellen zu deaktivieren. Dies ist übrigens auch der Grund, weswegen an vielen australischen Stränden immer eine Notration Essig zu finden ist. Da kommt einem gleich die Frage auf, welche Dinge, die uns im Kindesalter erzählt wurden oder sogar heute noch erzählt werden, noch alles nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Der Klassiker war, glaube ich, hör auf, absichtlich zu schielen, sonst bleibt es für immer so. Was hältst du von diesem Thema? Und kennst du noch weitere Mythen, die heute noch geglaubt werden? Wenn ja, dann teile es uns doch in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.